hoch? Ach, Hescher. Alter! Hast du mich erschreckt? Nasty gegen Hescher, wer gewinnt? Kampf des Jahrhunderts. Das ist gerade. Das ist unfair. Also sagen wir es mal so. Ich glaube, wenn die anderen nicht dazugekommen wären, hätte Nasty gute Chancen gehabt. Ich glaube, wenn die anderen Hescher und Mutanten nicht dazugekommen wären, dann hätte sie gute Chancen gehabt. Aber so war ja absolut unfair. Jetzt weißt du mal, wie sich das anfühlt. Ich bin echt froh, dass ich hier einen Nahkampf, Fernkampf gehe. Kann ich nur mal wieder sagen, das wäre die Hölle im Nahkampf hier. So, ich brauche dann langsam wieder neue Heiltränke. Die. So, kann man hier irgendwie rein oder rauf, oder? Weil das müsste der Ort vom Foto sein. Vom Foto, ich glaube, 7. Oder 8. Vielleicht ist es auch 11. Unterdessen. Okay, man kann hier rein. Sieht echt nice aus hier. Sieht irgendwie aus wie ein Raketensilo. Ja, doch, irgendwie. Ah! Felsassel! Gerade noch so geschafft. Gut erhaltene Konservendose. Hm, ja. Könnte ich theoretisch auch mal essen. Ein Tresor. Fünf, sechs, vier, drei. Okay, die vier ist richtig. Fünf in der falschen Position. Dann zwei, fünf, eins. Geht doch. Ich bin ein Meisterhacker. Spinnt. Ist immer dieser Bug, wenn ich nichts rausnehmen kann, dann muss ich zum anderen Inventar wechseln und dann wieder zurück. Bolzen. Das ist eine geile Lichtstimmung hier irgendwie. Hat jemand Spaß mit gehabt, ne? Ja, das sieht gut aus. Mehr davon. Da muss ich Nasty jetzt mal zustimmen. Das sieht echt gut aus. Bitte mehr davon. Ich mag solche Lichtstimmungen. Alles klar. Ich glaube, mehr gibt es hier unten nicht. Ich glaube, das Foto befindet sich auch ganz oben drauf. Ich glaube, das... Also für die, die nicht wissen, von was für einem Foto ich überhaupt rede. Die haben in der Vergangenheit nicht aufgepasst oder vergessen. Ich zeige das einfach mal ganz kurz nochmal. Das ist, Foto... Nee, verwittertes Bild war das. Genau, verwittertes Bild 7. Das ist der Ort hier und das ist auf dem Dach. Und da sind immer diese Rätsel mit den vier Häusern dabei. Und die müssen wir ja sammeln für die Eva.
die Eva von den Klerikern müssen wir die ja sammeln. Fragen, ob ich hier auch drin laufen kann. Schwefelbrocken. Okay, darunter gehen wir gleich mal, aber erstmal. Fuck. Ah! Nein! Auf dich, Fleischpastille, bin ich jetzt überhaupt nicht vorbereitet. So. Nasty ist auch stärker als eine fast tote Fleischgrille. Die wird immer stärker. Fast tot halt, das ist das Ding. Oder mal noch einen Heiltrank. Wie geil das gewesen wäre, wenn ich wegen dem Heiltrank runterspringe und wegen dem Runterspringen erstmal Fallschaden kriege. So dass ich den Heiltrank auch direkt einsetzen muss. Zu einfach. Ja, das stimmt. Es wundert mich ehrlich gesagt, dass sie hier so einfach ist. Ich dachte, wir sind hier in Xarkor, nicht in Edan. Wie komme ich da hoch? Das ist eine Treppe. Wenn er sich hoch muss, ist klar, ne? Das ist logisch. So, hier irgendwo gutes... Vier Häuser, Teil 8. Da hing noch etwas dran. Abgeschlossen, der 8. Hinweis. Da war es tatsächlich noch ein verwittertes Bild Nummer 8, so eine Scheiße. Warum? Warum straft ihr mich so? Ich habe gedacht, das wäre jetzt das Letzte. Da waren wir doch erst letztens, oder? Warte, lass mal kurz ranzoomen. Ist das mit Schnee bedeckt? Nee, ne? Das ist... Ist das da hinten der Damm, den man ganz... Ja, ich glaube. Da waren wir doch... Was ist das? Nee, das ist nicht das mit Bohr, oder? Das... Aber Bohr wäre... Ist der Damm? Da ist der Damm. Das passt auch nicht. Da müssten hier noch ein paar Häuser sein. Aber es sah nachher besser aus. Nee. In Edan vielleicht doch? Nee, in Edan gab es keine Fabrik, die irgendwie dann... Vielleicht hier? Das nochmal angucken. Es könnte auch Wasser sein, rechts. Das ist übrigens die interne Zoom-Funktion von der PlayStation. Die kann man in den, heißen sie nochmal? Ich weiß gerade nicht, wie sie heißen. Aber es gibt, für Leute mit Behinderung Hilfseinstellungen an der PlayStation 4. Und da gibt es eben die Suchfunktion, die man mit dem PlayStation-Button, also mit dem Home-Button und Viereck aktivieren kann. Das geht in jedem Spiel. Da kann man die Spiele nicht mehr kontrollieren. Aber man kann reinzoomen, was eigentlich ganz lustig ist manchmal.
Ich weiß, wo das ist. Ich weiß, wo das ist. Und zwar hier. Das sind so die, da sind die zwei Gebäude. Da sieht man Wasser. Das ist hier. Das wäre hier oben drauf. Das heißt, wir gehen da gleich mal hin. Aber erst gehen wir hier hinten hin. Ja. Dann verschiebt sich der letzte Konverter noch ein bisschen. Aber erst gucken wir uns hier noch ein bisschen um. Denn da hinten finden wir ja auch den letzten Teil von den Raketenbohnen-Audiologs. Die wir uns dann nochmal in Gänze anhören müssen. Und da ist ein Bergtroll. Oder ein Eistroll, oder? Was auch immer du bist. Du bist auf jeden Fall gleich Eisgigant. Oh, der hält was aus. Leider nicht genug. Los, Nessie, mach die Schneeklaue fertig. Mach sie fertig, du Großkriegerin. Schade, ich habe auf die Schneeklaue gesetzt, ganz ehrlich. Hinten war doch... Oh, okay, da geht's nicht hin. War da noch irgendein Gebäude, wollte ich gerade sagen, aber ich glaube, ich bin hier... Nicht ganz richtig. Oh, Nessie kämpft alleine gegen eine Drohne, die ich übersehen habe. Das wird interessant. Ah, sie hat gewonnen. Was ist stärker als eine Schneeklaue? Lass mal überlegen. Was ist stärker als eine Schneeklaue? Also die Drohne ist ja natürlich schwächer als die Schneeklaue. Was ist stärker als die Schneeklaue? Das wäre dann der ebenbürtige Gegner von Nessie. Schakal? Ein Rottmolch? Ja, die müssten schwächer sein. Ein Moloch? Ein Häscher? Oder ein Bandit? Irgendwie sowas. Was ist das denn? Nix da, hier wird sich nicht verkrochen. Ist das kalt? Ja, aber hier lässt es sich wenigstens aushalten. Statt zu quatschen, sollten wir uns lieber fragen, was wir mit dem Zeug hier anstellen. Was ist das überhaupt? Sieht aus wie eine alte Radiostation. Dass es keine Küche ist, war mir auch klar. Wenn wir das Teil in Betrieb nehmen... Dann könnten wir einen Aufruf starten und die Leute da draußen fragen, wo Chad sich versteckt hält. Gar nicht mal so blöd, die Idee. Immerhin wissen wir, dass er noch nicht den Alps in die Hände gefallen ist. Okay, wer kennt sich mit der Anlage aus? Das bin dann wohl ich. Gut, du kümmerst dich um das Ding und wir planen die erste Sendung. Wenn das mal gut geht. Klar doch, aber jetzt lasst uns erstmal was essen. Mein Magen macht schlapp. Was gibt es denn? Bohnen, was sonst? Neißenstein! Alles klar. Krugi! Keine Zeit. Ich muss die Anlage reparieren. Scheinen wir uns mit aber was anderes. Nicht mit Krugmann! Was? Nicht mit Krugmann! Alles klar. Hallo, hallo. Und jetzt verpiss dich.
Nett. Sag nichts. Es würde mich sowieso nicht interessieren. Ja, alles klar. Alles klar. Trixie! Kein Interesse. Ja, ich auch nicht. Wo kommst du denn her? Müssen die Mülltonnen wieder ausgeleert werden? Was? Mit Frauen kann ich. Mit dir nicht. Mit Frauen kann... Ja. Alles klar. Wo ist das vierte Audio-Log, das ich suche? Das ist reinster Fanservice für die Fans von Rocket Beans, ne? Vor allem von dem Gothic 2 Let's Play. Was ja, ich glaube, kurz vor Release von Elex gemacht wurde. Von denen. Da ist es. Nee, das ist Elektroschrott. Kein Interesse. Rause. Nur Lara passt da irgendwie nicht ganz rein. Hä? Wer liegt denn da? Chat. Nee, E-Roll. Von mir aus kannst du hier verrotten. Das versteht man jetzt auch nur, wenn man das Let's Play von denen gesehen hat. Und ich hab auch nur diese eine Szene gesehen. Was? Ritter Edmundens. Was? Und ein Bonfire. Alles klar. Ich aktiviere gleich mal das Questlog. Erol war ein random NPC in Gothic 2. War einfach nur so, ich glaube, ein Händler auf der Straße? Der dann irgendwie zum Erzfeind von den Bohnen in dem komischen Let's Play wurde oder so. So. Keine Ahnung. Berühmte letzte Worte Erol zum Vizen. Ich komme wieder. Okay. Ritter Edmund Denzlin. Virus Kauderwelsch über einen Ritter mit Namen Edmund Denzlin. Edmund Denzlin. Was? Hinter diesen Steinen liegen die Gebeine Edmund Denzlins verborgen. Des letzten großen Ritters seiner Zunft, Zwinger der vier Könige und Oberster des Ordens der ewigen Flamme. Seinen heroischen Tod fand er, als er in einem unbekannten Schloss eine Falle auslöste und von einer Steinkugel in den Abgrund befördert wurde. Alles klar. Ist halt blöd, wenn man diese ganzen Anspielungen nicht kennt, dann geht das voll an einem vorbei, ne? Aber es ist ja mit jedem Easter Egg irgendwie so. Die Typen auf dem Bild sehen seltsam bekannt aus. Naja, es geht so. Die waren mal bekannter. Aber dann... Ja, dann sind sie von Twitch auf YouTube und Waipu.tv gewechselt. Der größte Fehler, den sie jemals begangen haben. Das weiße Haus steht neben dem schwarzen. Okay, ich muss die Quest aktivieren hier. Das, ist nicht mehr da. Wir haben es abgeschlossen. Ernsthaft? Das war's? Raketenbohnen. Okay, ich hör mir die nochmal in Reihenfolge an. Das ist irgendwie seltsames Ende.
Alte Radioaufnahme. Bohnendiebe 1, 2 und 3, 4. Okay, zeichnet das Ding schon auf? Ja, aber wozu soll das gut sein? Damit die anderen wissen, wohin wir aufgebrochen sind. Wenn sie diese Nachricht finden, können sie unserer Spur folgen. Du willst Chad also wirklich suchen? Natürlich, wir können ihn doch nicht hängen lassen. Ja, klasse. Da finden wir einen halbwegs sicheren Ort und dann haut der Sack ab. Meckern bringt uns auch nicht weiter, also pack deine Sachen. Schon gut. Worum brechen wir überhaupt auf? Goliath. Zu den Berserkern. Wenn das mal gut geht. Hallo. Läuft das Ding? Irgendwie kapiere ich das noch nicht so ganz. Vorsicht. Die Leute hier mögen keinen technischen Kram. Schon gut. Also fassen wir mal zusammen. Chad war hier und wollte sich den Berserkern anschließen. Richtig? Richtig. Aber er hat wie immer auf dicke Hose gemacht. Auch richtig. Tja. Und dann hat er volles Pfund aufs Maul bekommen und wurde aus der Stadt geschmissen. Exakt. Und wo sollen wir ihn jetzt suchen? In der Wüste. Wenn die Berserker ihn nicht nehmen wollten, denkt er vielleicht, er kommt bei den Outlaws unter. Gut. Bezahlen wir den Wirt und hauen ab. Hast du was herausgefunden? Ja. Chad war vor einer Woche hier, ist aber wieder abgehauen. Hast du auch erfahren, wieso? Du weißt doch, dass er Angst vor Frauen hat, oder? Ja, aber das ist doch kein Grund, die Beine in die Hand zu nehmen. Das nicht. Aber man hat ihn dabei erwischt, wie er an der Unterwäsche der Prostituierten geschnüffelt hat. Was zum Teufel stimmt mit dem Kerl nicht? Keine Ahnung, aber wir müssen ihn finden, bevor er noch sein eigenes Grab schaufelt. Versuchen wir es also bei den Klerikern. Eine andere Möglichkeit bleibt uns nicht. Das hier ist die letzte Aufzeichnung. Ich gebe es auf. Ach komm schon. War doch klar, dass die Kleriker Chad vor die Tür setzen. Der Kerl ist das totale Chaos. Kein Wunder, dass er sich bei diesen Ordnungsfanatikern unbeliebt gemacht hat. Aber wo sollen wir noch nach ihm suchen? Vielleicht ist er nach Norden aufgebrochen. Zu den Alps. Wenn er denkt, ich friere mir für ihn die Eier ab, dann hat er sich geschnitten. Darf ich dich daran erinnern, dass es deine Idee war, ihn zu suchen? Was du nicht sagst. Ich hätte ein zweites Paar Stiefel einpacken sollen. Ja. Und jetzt sind sie halt hier. Vielleicht ist er auf dem Dach. Sind sie halt hier, haben ihn immer noch nicht gefunden. Und haben sich entschlossen, einen Radiosender aufzumachen oder so. Naja. Alles klar. Nettes Easter Egg für die Leute, die eben Rocket Beans gucken oder das Gothic 2 Let's Play von denen gesehen haben oder Game 2 sehen. Was ich übrigens nur empfehlen kann, wenn Game 2 ist super. So. Gehen wir mal hier hoch. Danach begeben wir uns wieder nach Süd-Edan zu dieser komischen... Genau nach meinem Geschmack. Da ist der Berger aus. Ruine, wo wir den Reaktor gefunden haben. Da ist gar nichts drin, wir können da gar nicht rein, oder? Ah ja. Ich komme schon. Wie ekelhaft. Wortwahl. Es sie gegen halbtoten Eis. Er war fast tot. Und sie hat es nicht geschafft, ihn zu töten. Boah, wie stark die doch ist. Musik. Wie stark sie doch ist. Also halten wir fest, Eisgiganten sind definitiv nicht ebenbürtig. Die sind zu stark für sie. Ihr sucht ihren ebenbürtigen Kämpfer. Jemand, der genauso stark ist wie sie. Auf ihrem Level.
Also Eisgiganten sind es nicht. Schneeklauen sind zu schwach. Wahrscheinlich läuft es tatsächlich auf einen normalen, blöden Banditen raus. Oder einen Häscher oder sowas. Kann ich mal testweise schießen. Da kommt er auch schon. Nasty gegen Häscher. Kampf des Jahrhunderts. Stärker als ein Häscher. Stärker als ein Häscher. Dann wäre das nächste wahrscheinlich ein Schleimdrakon oder sowas. Das hat mich jetzt ehrlich gesagt überrascht. Ich habe gedacht, die Haut, die wird umgehauen. Ein guter Becher. Alles klar. Der wird mir weiterhelfen. Da ist noch ein Aschenbecher mit einer Zigarette und da ist ein Dixie-Klo im Haus. Eine Ratte. So, ich gucke mich hier mal ein bisschen um. Hier ist nichts, alles verlassen. Da war noch irgendwie was. Ein Schlafsack. Großer Heiltrank. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das war wohl nichts. Zu einfach. Ich kann wieder nichts nehmen. Jetzt geht's. Guter Löffel. Das sind Pillen, aber die kann ich nicht nehmen. Oder zumindest eine Dose mit Pillen, in denen mal Pillen war. Alles klar. Alte Checkliste. Frag mich, ob man Chat eventuell tot finden kann. Irgendwo, vielleicht im Eispalast. Als Alp. Oder ob wir die Bohnen... Wobei Lara ja eigentlich keine Bohne ist. Sie ist eine eigene Streamerin und Synchronsprecherin. Von Lara Croft unter anderem. Die deutsche Sprecherin. Aber ob wir die eventuell nochmal im zweiten Teil sehen oder so und sowas. Fände ich irgendwie lustig. Obwohl ich jetzt kein Fan des Easter Eggs war. Selber. So. Überlebensplan. 200 Packungen Fertigspaghetti. Okay. 30 Liter Wasser und 200 Liter Bier oder was, oder war es andersrum? 25 Tafeln Schokolade, 15 Tüten Chips, 2 Schlafsäcke, 50 Kerzen, 20 beste Filme oder beste Serien. Oder besser Serien. Ein kleines Funkgerät. Ja, das ist die Checkliste. Das sind die Dinge, die man zum Überleben braucht. Chips, Getränke und 200 Liter Bier und 20 Serien. Die 20 besten Serien. Das ist gut. Die 20 besten Serien. Serien sind wirklich besser als Filme in so einem Fall, weil Filme guckst du einmal und dann sind die nach ein, zwei Stunden rum. Okay, jetzt wird's lustig. 3 Stunden, wenn es ein viel zu langer Film ist. Dann sind die aber auch meistens nicht gut. Meistens. Es gibt Ausnahmen. Ich glaube, es hat mit dem Hobbit angefangen, mit den schlechten 3-Stunden-Filmen, ne? Die einfach viel zu lang waren. Am besten nutze ich ein paar Filmreihen, wie zum Beispiel den Herr der Ringe oder die Harry Potter-Reihe oder die Dark Knight-Reihe oder sowas. Und ansonsten haufenweise Serien, alle Staffeln von einer Serie beispielsweise. Weil die unterhalten einen schon länger als ein Film. Und die kann man auch immer wieder angucken, wenn es eine richtig gute Serie ist. So.
So. Am besten ist natürlich, man holt sich irgendein großes Rollenspiel, das man bis zum Abwinken spielen kann. So. Bevor wir da jetzt weitergehen, können wir hier irgendwo Schnellreise machen? Ja, zum Konverter. Okay, perfekt. Dann machen wir jetzt eine Schnellreise hier unten hin. Nee, nicht da zum Thorald, sondern hier. Denn das müsste auf dem Dach sein. Ich guck mal ganz kurz, auf welchem Dach oder wo genau auf dem Dach. Denn auf dem hinteren, also oben rechts quasi. Da. Ich hoffe mal, das ist das letzte Bild, weil... So langsam verliere ich die Geduld. Alles im Arsch hier. Ja. Ganz schön eckig. Was? Ja. Aber ich find's schön. Hat was. Oh nein, Metallschrott will was von mir. Stalkt mich. Gegner lassen auch nicht ab, oder? Alter, wie viele sind denn hier noch? Oder wieder? Müssen noch zwei andere kommen. Ja, dann nur ein Rottmolch. Und noch ein Rottmolch. Schade. Ich hab gedacht, das wären eventuell alles Schleimdrakone. Dann hätte ich einen am Leben gelassen, aber so nicht. So. Also, da wollen wir uns mal ein bisschen hier umsehen. Hier müsste das irgendwo liegen. Wahrscheinlich in dem Raum hier, oder? Da, wo ich mich nicht umgeguckt habe. Sieht aber schon irgendwie nett aus. Also ich finde, ich mag das. Ich mag das Level-Design und das Art-Design in Helix. Ich finde, das haben sie richtig. Das sind so, das ist so ein, der Punkt. Da ist Piranha Bytes einfach verdammt gut. Wobei ich sagen muss, Edan hat eventuell ein paar zu viele Pfade. So eingetretene. Aber das Weltendesign, das Leveldesign ist einfach so stimmig gemacht, finde ich. Und glaubwürdig. Vier Häuser, Teil 8. Hm, da hängt noch etwas dran. Och nee, der 9. Hinweis. Sind das tatsächlich 11 am Ende? Ich habe das nur aus Spaß gesagt. Weil ich dachte, wir sind mit dem 11. auch. Na gut. Der 9. Hinweis. Uff. Tavar? Er sieht nach Tavar aus. Aber wo? Am Meer. Ich glaube, ich weiß wo. Das wäre dann
Bier? Hier. Große Schnitzeljagd. Also es würde mich nicht überraschen, wenn der letzte irgendwie im Eispalast ist oder sowas. Auch wenn ich nicht weiß, wie der hier hinkommt. Oder in irgendeine Höhle eventuell noch irgendwie. Da gab es ja diese eine Höhle unterm Turald. Immer, Bob hätte den größten Schrottplatz unter seinem Arsch. Ha! Niemals. Sitzen sie hier eigentlich? Die sitzen hier tatsächlich immer noch rum. Der Mad Bob weiß doch, dass er das hier nicht kriegt, aber trotzdem traut er sich nicht. Schön, dich zu sehen. Ja, ne? Folg mal. Der Mad Bob traut sich nicht, gegen die Kleriker hier vorzugehen. Der hat uns angemacht, von wegen, wir hätten ihn beschissen. Wir haben ihm damals gesagt, das ist alles in Ordnung hier, da muss er sich keine Sorgen machen. Und die Schrottlieferung wird er bald bekommen. Was ja voll die Lüge war. So. Nee, das muss irgendwo hier sein. Das ist aber der richtige Ort, oder? Genau, da ist die. Da ist die Brücke. Entweder ist es oben drauf. Aber da habe ich es nicht gesehen. Oder es ist hier irgendwo versteckt. Der Felsasse. Ja, da ist das Wasser immer laut. Gucken wir noch mal ganz genau. Wir sind hier richtig. Definitiv. Wir sind hier definitiv richtig. Oder? Könnte auch woanders sein. Warte. Da sind die Krähen. Nee, wir sind hier schon richtig. Wir sind hier definitiv richtig. Da sind. Genau da, wo wir jetzt stehen. Da soll's sein. Also genau hier. Und es sieht auch so aus, als ob hier irgendwas liegen würde. Also da ist ein Schatten von irgendwie was. Über uns. Die Lampe. Also hier irgendwo, nehme ich mal an. Weil der Zettel Nummer 8 hat ja auch nicht direkt drauf gezeigt. Hat ja nur gesagt, hier so. Es sei denn natürlich, das Ding ist schon aufgehoben geworden, oder? Schlecht platziert kann nicht sein. Ja, es kann schon sein, aber ich gehe jetzt mal nicht davon aus. Vielleicht hat sie es gefressen. Nein. Kann man hier runter? Nein. Hier drin? Nein. Hier in der Ecke? Nein. Grübel übrigens immer noch darüber, was Nesti mit Materialschlacht gemeint hat.
Das ist Ewigkeiten näher, aber die hat irgendwann mal gesagt, hahaha, das wird eine Materialschlacht als Kampf gegen den Konverter. Keine Ahnung, was sie damit meint. Sowas beschäftigt mich stundenlang, tagelang, wochenlang. Bis ich endlich runtergekommen bin. Das ist hier oben. Hier waren wir ja auch schon. Also. Vielleicht. Weil er hätte es doch eigentlich auf den Turm drauf gezeigt, anstatt. Anstatt auf den Durchgang. Was? Was knurrt denn hier so? Muss ja irgendwo Mana-Trank. Ein Glück bin ich kein Low-Level-Bob, sonst hätte mich das umgebracht. Also, Nummer 8 hat ja auf das Gebäude gezeigt. Und da war es dann ja auch. Nummer 7 hat auf das Gebäude gezeigt und genau da war es ja auch. Nummer 6, ja genau da war es ja auch. Nummer 5, ja, stimmt auch. Auch hier war das, genau in dem Raum. Auch da, genau. Ja. Und auch da, genau in dem Raum. Das heißt, da wo das hin zeigt, da muss das ja auch eigentlich sein. Es sei denn, ich habe das schon mal gefunden und die Quest ist abgeschlossen. Diese Häuser stehen unter dem spuckenden Berg. Habe ich die Quest abgeschlossen eventuell? Das wäre ja Ignadon, oder? Es muss ja noch eins geben, weil wir haben ja 9 gefunden. Es sei. Ja, dann. Ja, genau, da müssen wir ja Hinweis 10 gefunden haben, wenn der 9. der letzte gewesen wäre. Weil da hätten wir kein 9. Bild. Sondern es wäre ja einfach. Okay, das ist der 9. Hinweis. Das heißt, der muss hier irgendwo rumliegen. Eigentlich, oder? Ich meine, ich könnte ja mal zu Eva gehen und sagen, hier, da, aber der 9. fehlt. Der ist nicht da. Vielleicht geht das ja. Würde ich eigentlich schon erwarten, dass ich. Weil ich habe ja immer bisher ein Bild und einen Hinweis. Und wenn es eben der letzte Hinweis wäre, also das letzte Rätsel, dann würde ich eigentlich erwarten, dass ich kein 9. Bild mehr bekomme. Quatsch. Ja, doch. Das ist einfach kein Bild gäbe zum letzten Hinweis. Also wenn ich das hier schon mal aufgehoben hätte, dann müsste ich ja einen Hinweis 10 haben. Aber kein Bild 10. Also es müsste ja ein Bild geben am Ende, das einen zu einem Hinweis führt, für das es kein Bild, bei dem es kein Bild mehr gibt. Wir haben immer 4 Häuser, Teil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und verwirrtes Bild 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Müssten aber einen Hinweis 10 haben, wenn es das letzte wäre. Das heißt, der muss hier irgendwo sein. Das Problem ist, ich weiß nicht wo.
Vielleicht bin ich einfach blind und sehe ihn nicht. Habe ich nicht eine Sonnenbrille, die Objekte hervorhebt oder so? Nee, ne? Maschinen und Gegner. Hab ich einen Zauber? Sockel, Materialien, Tränke, Stims. Vielleicht ein Stim? Oder ein Zauber? Objektsicht. Machen wir den aufs Schild. Da müssten eigentlich alle Objekte hervorgehoben werden, die es zum Aufheben gibt. Aber hier gibt es nichts. Man sieht es ja, hier ist ja gar nichts. Also es gibt so eine Sonnenbrille. Da sieht man es. Es ist dann so umkreist. Es ist so umrandet. Das gibt es auch als Sonnenbrille. Das ist seltsam. Okay, Zauber ist vorbei. Ich habe es nicht gesehen. Gut, ich mache immer Aufnahmepause. Ich nehme seit fast 2 Stunden auf. Und dann gucke ich mal im Internet, weil ich habe keine Lust, hier 10 Stunden lang rumzusuchen. Und am Ende ist das irgendwie, keine Ahnung, unter Wasser oder was weiß ich, oben auf der Brücke oder da oben vielleicht, ganz oben. Das gucke ich noch. Ob das eventuell ganz... Ich glaube, da war ich schon, oder? Das gucken wir jetzt noch ganz kurz. So, nochmal den Zauber, Objektsicht. Ja, hier oben waren wir ja auch schon. Hier ist ja nichts. Gut, dann... Nee, man würde es auch durch Wände durchsehen. Also es ist nicht so, dass ich direkt einen Gesichtskontakt brauche. Man würde es mit dem Zauber auch durch Wände durchsehen. Glaube ich jetzt mal, dass das so ist wie mit der Sonnenbrille. Das heißt, ich mache hier mal eine Aufnahmepause und dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme zu Elex. Und ich gucke mal ganz kurz im Internet, wo das finden würde. Ich habe nämlich... zu finden wäre. Ich habe nämlich keine Lust, hier stundenlang rumzusuchen. Dafür fehlt mir ehrlich gesagt die Geduld und auch ein wenig... ja, das Interesse. So. Weil bisher waren die immer alle direkt markiert, nur das eben nicht. Oder es ist in der Welt verschwunden, keine Ahnung. So, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bleibt wie ihr seid, denn ihr seid die Besten. Ciao.